Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Overwatch. Ja, in der letzten Folge haben wir das Spiel mal begonnen und jetzt machen wir weiter damit, das Spiel zu lernen, die Charaktere kennenzulernen und was auch immer hier noch so abgeht. Was ist denn das hier? Brawl Details. Akkad, Trefferpunkte, Zaun. Ach, da sind Dingens hier, alternative Sachen oder was? Garten, Dorado, Hollywood, Kings Row, nanana. Auflagensrate 100 Watt. Er kriegt ein bisschen übertrieben. Will ich das? Alle Gruppenmitglieder müssen mindestens auf Stufe 25 sein. Können höchstens 1000 Spielniveaus auseinander liegen und dürfen weder gebannt noch suspendiert werden. Okay. Apropos gebannt. Ich habe mal irgendwie, als ich hier die Videopolicy von Unterwegs zu Blizzard nachgeguckt Botskaya habe, Industries. gemerkt. Man cheatet einmal in dem Spiel und man ist permanent gebannt, dieses Spiel jemals wieder zu spielen vom Blizzard. Und wow, das ist ja mal sehr extrem. Okay, nehmen wir mal den vogelfreundlichen. Und ja, ich meine, klar, cheaten ist jeden Fall schlimm. Ach, da ist schon Dingens hier. Wir sind schon mitten im Match drin, oder wie? Okay. Ja, einmal gebannt, einmal cheaten, schon ein bisschen gebannt. Für immer. Was? Landeanflug auf Numbani. Ja. War gerade zu Ende oder was? Steht nicht. Jedenfalls, ja, bin ich schon ganz schön extrem. Nehmen wir auf jeden Fall sehr ernst hier mit dem E-Sport. Okay, die wird mir immer, die wird mir ja, weiß ich nicht. Okay, weniger offensive Helden. Ja, Saft, müssen wir echt Regeln hier aufstellen. Wie soll man überhaupt cheaten in der jetzigen Konsolen Generation? Der wahre Teil des Menschen, meine, das ist wahrscheinlich so, ist eine Portal Gun. Was ist das denn? Das ist eine Portal Gun. Mache ich damit Schaden? Anbringen. In 30 Sekunden. Selbstschutzanlage eingerichtet. Ja, ich will dran bringen. Geht nicht. Ich suche da draußen nicht in die Schusslinie zu laufen. Ja, ich versuche. Boah. Ich stehe gar nicht, wie sie funktioniert. Wie will man denn in der heutigen Konsolengeneration noch irgendwie schießen? Das kann nicht, wie das funktioniert. Aber anscheinend gibt es irgendwie noch Leute, die das können. Aber auch Dingens. Auch in der Konsolengeneration. Egal. Es kommt Bock darüber zu reden. Ich will Action. Und ich mache das. Ist das ein Heildingen? Nein, das ist für mich jetzt nicht unbedingt spielen. Da war ich aus. Hab ich den getroffen? Der muss er an der Wand anbringen. Ja, okay. Keine Ahnung, wie die funktioniert. Lassen wir die erstmal. Weißt du, das sind diese Engel. Diese Engel, ne? Ich wache über dich. Schon wieder was zum Aufladen. Aus wie eine Heilerin. Ich sehe schon so Heiler Dinger. Ich habe alles rechts sind Heiler, ne? Okay, lass mal. Und zurück. Ich muss das Dingen hier. Ja, das ist alles Heilige. Wenn man jemanden der ballern kann oder hier irgendwie so. Ja, wieder sie.
So, jetzt komme ich auch mit ihr am besten zurecht. Was muss ja nicht sagen. Hey, was machst du denn da? Ey. Ey, der hat gerade erst das Ding eingestellt, ne? Und schon glaube ich da rein. Das gibt's doch einfach. Junge, ich dachte, er wird da irgendwie campen oder so. Nein, er hat das Ding erst gerade dahingestellt. Okay, jetzt auch so ein Heilding eigentlich. Okay, ich kann mich teleportieren, also. Das ist jetzt nicht so schlimm. Dass ich so wenig Trefferpunkte habe. Dann müssen wir da angreifen, ne? So, ich nehme noch mal ja ein, ihr habt nichts dagegen. Scheint ja niemand das Ding dazu. Scheint ja niemand das Ding irgendwie zu beschützen. Ich glaube, ein paar Leute ausprobieren. Na komm, lass mal sie jetzt erstmal. Zeitmanipulation hat auf Stich voll. Das ist eure gerechte Strafe. Licht dahin. Nein, ich habe mich selber getötet. Ich dachte, ja, ich brauche keine Killcam dafür. Das habe ich vor 2 Stunden gesehen. Hab ich nachher so eine Dingens hier, so eine Haftbombe oder irgendwie so was, aber nee. Ah. Ja. Noch 60 Sekunden. So. Mensch, krieg ich mal hier was getötet. Nein. Nein! Habe ich nicht. Okay, ich hatte 30. Ja, versuchen wir uns mal auf einen Helden ja so um Match zu konzentrieren. Wir kommen übrigens nicht voran. Noch 30 Sekunden. Ist mal jemand da. Aua. Habe ich, wie diese Teleportation aussieht. Von außen halt. Wenn diese Teleportation lieber aufbewahren, habe ich so gefühlt. Alter! Wie er sich immer so taktisch aufstellt, ne? Vielleicht braucht doch jemand mit mehr Rums. Hör mal, ein Online-Spiel gewinnen, hallo? Kann doch nicht wahr sein. Highlight des Spiels. Hm. Er steckt voller Emotion. Der eben verabschießt. Ja, gehen wir einfach. Episch. Ich fühle mich geehrt. Meine Stimme kommt mir bekannt vor. Ich werde so eine Lootbox. Oh. Ja. Oh, weiß ich nicht, am Ende mal öffnen oder so. Vom Part, oder? Mal schauen. Stelle neue Instanz. Ja, wir haben ihn ja alles. Ja, mal die Idee war. Ich spiele, um zu gewinnen. Na, ich auch. Ich war halt nicht gut darin. Und
unterwegs zu okay, da war nicht mehr schwer. Industries. Aber geht ja schnell anscheinend. Splatoon dauert ja schon ein bisschen länger, als ich das jetzt played habe. Ja, oder ich nehme mal den Charakter, der mir gerade so empfohlen wird vom Spiel. Ja. Da ist jetzt die Inuitin mit Eisschief. Also Übungsmatch ist das. So. Geil. Frost. Was macht das? So. Dann will auf mit großer Reichweite und steuern die Ziele langsam und einfach für die Eier mit hoher Reichweite. Wenn ich unterm Mundband halte, er schafft eine Wand vor dir, okay. Und erscheint eine Wetterdrohne, die Gegner in einen großen Bereich verlangsamt und einfriert. Okay. Was sieht man so hier? Was? Wer bist denn du? Meine Gegner irgendwie nicht gekillt, habe ich das Gefühl. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Aber er kommt noch, hoffe ich. Willkommen in Hollywood. Hollywood. Oh, ich werde meinen eigenen Film drehen. Dann geht es um Romanze, Comedy, ein bisschen Erotik. Ja, das will ich sie aber auch schon ausprobieren. Er ist die Mail. Ja, natürlich erst die Ladies hier spielen. Das gehört, und da ist jemand im Voice-Chat. Wird aber ein vernünftiges Mikrofon und sagt vernünftige Sachen. Defensiv, Schwierigkeit, okay. Es lohnt sich, für unsere Welt zu kämpfen. Ja. Ich bin frei. Sieht so aus, als ob wir gleich mal wieder zusammen. Ein Ultimate bei 0%, geil. Wir sollten ein paar wichtige Daten während dieser Mission aufzeichnen. So ein Bro-Fest. Ah. Wir haben mich runtergekickt. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ach, jetzt müssen wir mal verteidigen. Okay, jetzt spielen wir aber so ein paar Spiele durch, ne? So, hoffentlich seid ihr genauso beschissen in Angreifen so wie wir. So, ich kann so eine Wand erstellen. Ich nehme an, ich kann ja ein bisschen nützlich sein. Okay. Das sieht irgendwie so aus, als würde die nicht in so eine brutalen Welt hier reinpassen. Aber okay. Da wo kommt hier einer? Überall gleich, ne? Von nirgendwo, geil. Ja, da ist er. Getroffen. Ja, getroffen. Hey, ist auf meiner. Was? Mann. Jetzt trotzdem mehr HP als hier. Racer. Ich muss wieder zurück in den Kampf. Ja, natürlich. Der Kampf noch nicht immer so weit entfernt wäre. Kann man sich bestimmt irgendwie hin teleportieren und ich weiß nur nicht wie, ne? Dann mache ich doch falsch. Unser Punkt wird angegriffen, wie? Reiter, zu eurem Dienst. Ihr habt Eisschilde dabei. Eisbeulen. Och man, wo seid ihr alle? Oh.
Boah, echt. Der ist hier von dem Pro-Sniper. Oh, wie schnell der Ding hier ein. Was für eine Fracht. Es gibt eine Fracht. Natürlich wieder voll von dem Pro-Sniper hier abgesniped. Was gibt's da nicht? Jetzt gibt es eine Abkühlung. So, eine. Oh, heilen, 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 heilen. Vor mir kann sich niemand verstecken. Ja. Er ist so weit. Ey, warum muss die immer so weit? Die Wand aufbauen. Ich glaube wieder, dass ich sterbe. Ich muss wieder zurück. Sie brauchen mich. Ja. Ich muss die heilen mit meinem Eis. Was? Ich muss ihre Muskeln abkühlen. Irgendwie so hart. Ich komme jetzt hier gerade voll rein. Was? Damit jemanden getötet? Oh, hey, ich bin jetzt durch meine Wand. So, ha. Was muss ich überhaupt hier machen? Mal Auto. Zwei Männer starren sich mit erbarmungslosem Blick an. Einer blinzelt, Revolver im Anschlag. Was da war? Ich soll mich vielleicht mal heilen. Nein. Er kann wahrscheinlich ranzoomen und dadurch voll geil treffen. So. Hat hier Abklingzeit. Voll unfair, dass ich mich heilen kann. Nein. Das ist eine Betäubungsbombe, was der wirft. Ah, Mann. Aber langsam wird es besser. So ein ganz kleines bisschen. Babyschritten. Glaube ich. Wir können die Gegner sehen. Ich störe es nur ein bisschen, dass ich so langsam immer bin. Immer. Wow. Nee, mit drei macht man ja sein Ultimate. Er stellt sich da oben hin. Könnt ihr zumindest nicht ständig auf dem Bild springen? Was für euer Geld. Ah. Frost. Also, na, pass auf. Was? Ah, sehr gut. Okay. Alles wieder. Ich wechsle immer die ganzen Punkte hier noch. So, wo sind mal jetzt ganz viele? So. Endlich kriege ich mal ein paar Leute gekillt hier. Was da? Stunde hat geschlagen. Mein Gott. 5 Spieler Killstreak, was? Wäre jetzt voll geil. Perfekt. Ziele erfasst. Sollt nur wissen wie, ne? Mit wem?
eingehalten. Du bist auch ein Flammenwerfer? Okay. Hi. Hi. Es ist voll unfair, dass ich mich heilen kann. Oh Mann, wie viele Leute habe ich da gerade erledigt? Ja gut. Voll gegen den Kopf geschossen. Du, wie kannst du es wagen? Aber wir gewinnen. Ja. Oder? Ich glaube, die müssen die 1 erreichen, oder? Nein, die erreichen. Ach, boah, wo bin ich? Bin hier. So, wir gewinnen. Au. Haben wir gewonnen? Ja. Highlight des Spiels. Sehr gut. Erstes Spiel gewonnen. Hey. Was zum? Was war das denn? Ich dachte, dieser eine Killstreak von mir wäre ein Highlight gewesen. Schade. Stimmt für mich selber natürlich. Hallo. Episch. Ich bin der Einzige, der für mich stimmt. So, also noch mal Punkte. Ja, guckt sich das mal an. Gut. Und noch hier Lootboxen öffnen. Machen wir am Ende. Machen wir noch das eine Spiel jetzt hier, ne? Und dann, keine Ahnung, so Hand, so willst du mir empfohlen, dann nehme ich dich auch. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet. Ach man, echt? Durch eine Lootbox öffnen. Zwar jetzt. Moin, 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 moin. Okay. Ich bin schneller, du bist tot. Neue Skins interessieren mich am meisten. So, okay. Highlights, okay. Ist das mit den 5 Killstreak oder was? Sie betreten jetzt Hanamura. Ich weiß nicht. Ich weiß doch noch nicht über das Spiel. Aber die war gut. Der kam ich klar. Ah, Hanzo. Keine Ahnung. Jeder Tod bedeutet. Sieht aus wie Mitsurugi aus Soul Calibur. Bedeutet Erlösung. So, was kannst du denn? Sturmbogen, Glück halten, los am Pfeilweiß schießen. Ein Fehler, einen tödlichen Drachengeist. Okay, ich nehme an, das war gerade. Der ist beim Einsteigen in 4 Querschläge aufteilt. Am Wände springen und ihnen hochklettern, okay. Ich würde sagen, nach Einschlag Gegner in die Nähe auf. Weil der sich beim Einschlag viel Querschläge aufteilt, okay. Was? So, Mann! Das sind so viele Dinger gewesen. Ich hätte ihn treffen müssen. Oh, danke. Noch Mann. Noch Mann. Er ist natürlich nicht vom Weiten hier an den rangehen mit dem. Ich komme einfach näher dran mit meinem Bogen. Ja, ich muss vom Weiten hier rangehen, habe ich das Gefühl. Ich werde ein Bogenschütze, ne? Da müssen wir hier so nah dran. Ist das hier ein Deathmatch oder was?
Vielleicht auch mal eine Idee, hier nach Dingens zu spielen. Na, weiß ich nicht, Benutzer definiert. Warte, Meister, das ist noch ein, wir sind noch im Dings, wir sind noch am Suchen, oder? Boah. Boah. Unterwegs zu Volskaya Industries. Was ist denn das? Einmal im Sinne im Ladebildschirm auch Spieler? Ich verstehe das nicht. So kompliziert, Spiel ist. Nein. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Okay, nehmen wir mal jemand anderen. Was ist denn mit ihr? Widow Waker, für dich ein Skin ab. Wie kann man die überhaupt auswählen? So, Witwenkurs, automatischer Sturmmodus, Scharfschützenmodus, gedrückt halten. Die Position von Gegnern für dein Team auf, schießt einen Greifhanger, mit dem Vorsprung gekommen werden können. Schießt eine Giftfalle ab. Okay. Come on! Ein Schuss, ein Treffer. Okay. Das war nicht schlecht. Oh nein. Jetzt gibt's was auf die Ohren! Ja, ist auch nicht schlecht. Das ist kein Ort für Kinder. Den nennen wir ein Kätzchen. Hier kommt mein Chillout mit. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Sieht so aus, als arbeiten wir wieder zusammen. Ich hoffe, diesmal läuft es besser als damals im Museum. Okay. PS4 geht voll ab. Stirbphase. So. Hey. 5, 4, 3, 2, 1. Fähigkeit 2. Was zum? Hat jemand eine Wand aufgestellt? Ich krieg die Krise. Was? Okay. Was? Gott, oh Gott, da hinten. Gesehen. Was ist das denn? Jetzt gibt es eine Abkühlung. Was? Ey. Die haben meine Spinne abgeblockt. Hallo. Okay. Ah. Ha, ich habe den direkt eliminiert, als er mich eliminiert hat. Sehr gut. Ich habe sehen, wie der jetzt noch spielt. Ne? Oh. Rendezvous avec la mort. Was? Ich spreche kein Spinnisch. Ich spreche kein Spinat. Was? Ich kümmere mich um den Punkt. Auf das bleibt keine Ein-Mann-Show. Mit dem Roboter kannst bestimmt vergiftet werden. Nehmen wir den Zielpunkt ein. Geh bei mir in Position. Schnappe mir das Ziel. Los, Bewegung. Oh. Vom Nahkampf gehen, so kann ich bis jetzt am besten killen. Ich mal wieder. Punkt einnehmen und los. Aha, wir haben es eingenommen. Start. Klappt. Nein, das war nochmal meine Ultimate. Also ja. Nein, er hat meine Schiene gesehen. Aber ich glaube, die Parts werden doch ein bisschen länger. Wo war ich stehen geblieben? Weil die wurden aufgeklärt. So einfach kriegst du mich nicht. Das sind ja alles so Leute, die noch so Level 1 bis 5 sind, nehme ich an, oder? Sonst wäre das doch
stark unfertig. Jetzt gibt es eine Aktion. So. War ich? Okay. Dann krieg ich noch 45 Punkte. Ich mag 100 oder so. Hey, da oben. Wieder du. Mein Erzfeind. Ah. Mann. Ich werde immer erledigt, da der hat 100 Punkte zum Beispiel bekommen, weil nur der mir Schaden gemacht hat, oder was? Ich nehme an, ne? Okay, wenn nur ich jemanden töte, dann will ich bestimmt auch 100 Punkte kriegen. Okay. Was? Hey. Geschubst. So, klappt. Frag mich, ob ich mehrere platzieren kann. Mal ausprobieren. Wo sind denn die alle? Oh Gott. Ja, und boah, warum bin ich denn so schnell? Alter, Gegner haben mich heranziehen, los. Oh Gott. Die haben mich echt noch gerettet. Ey, hey, hey. Geblieben. Ich brauche um jemanden zu töten. Darf nicht wahr sein. Das habe ich gebraucht. Gott. Und die Eide, ich krieg gar nicht mehr. So, das war's. War klar. War ganz so gut. Hallo. Werf doch mal jemand das Ding an. Da, der kann rennen. Okay, das ist dieser Dingens, ne? Dieser, weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen, er hat als einziger die Fähigkeit zu sprinten. Ey! Bin unterwegs zum Ziel, jetzt wird's massiv! Geil. Ich schnappe mir das Ziel. Los, Bewegung! Er ist da oben, verdammt. Mal jemand platt. Ist der schon tot? Wahrscheinlich, ne? Das habe ich gebraucht. So, schon wieder einer. Auf dich immer da. Boah. Mach ich den eben? Dieses Mark halt. Was machst du ja? Eine Legende liegt im Stau. Vor mir kann sich nicht so. Er hat ein Schild. Armselig. Ich mal wieder. Und kein Nebenrund. Ah. Hab verloren. Wir haben gewonnen. Was? Geil. Oh, oh, oh. Wir haben eine Spinne. Sehr gut. Highlight des Spiels. Ich freue mich, wann mein erstes Highlight kommt. Mein Gott. Hammer. Aber die einfach nur wegen dem Charakter.
So, okay, dann war es das aber auch für diese Folge wieder, ne? Bams. Schnell Match verlassen, bevor ich wieder irgendwo hingeballert werde. Wir haben noch eine Lootbox, die öffnen wir noch schnell. So. Aber hier Vorschau, Highlight, Intro. Okay. Keine Ahnung. Credits, Vorschau. Alle Helden. Außer ich habe 50 Credits. Damit kann man sich, glaube ich, Sachen kaufen, ne? Okay. Dann danke ich euch. Wow. Dann danke ich euch alle herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Dislike, was auch immer. Das war der letzte Kommentar. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Let's Play Overwatch. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.